Herzlich willkommen, Gareth Thomas im aktuellen Sportstudio. Hallo, Gareth Thomas. Eine Rugby-Legende. Ja. Gareth Thomas, wir haben gerade Ihren Sport gesehen. Der hat in Deutschland jetzt nicht ganz so eine große Faszination. Sie lieben ihn aber. Was ist das Faszinierende an dieser Sportart Rugby für Sie? Also Rugby ist für mich fast so etwas wie ein Lebensgefühl. Da, wo ich aufgewachsen bin, da hat jeder den Traum, für sein Land mal im Rugby-Team zu spielen. Und das war für mich eine Möglichkeit, mein Leben zu führen, zu gestalten. Man lernt dort viele wichtige Werte kennen, Entschlossenheit, Leidenschaft, Stolz. Also ein guter Rugby-Spieler ist für mich einfach auch ein guter Mensch. Wir haben gerade schon gehört von Tim Schröter angedeutet, den Stellenwert. Wie würden Sie den beschreiben? Rugby, welcher Stellenwert in Wales? Rugby ist wie eine Religion. Wahrscheinlich so wie Fußball hier in Deutschland, würde ich sagen. Jeden Tag, jeden Abend, da sind die Straßen voll von Kindern, die Rugby spielen und die natürlich davon träumen, irgendwann mal das Nationaltrikot zu tragen. Jungs und Mädels, alle haben diesen Traum. Und Sie sind Sportler des Jahres geworden 2005. Sie waren der Kapitän der Nationalmannschaft in Wales und Sie waren lange auch Rekordhalter, was Länderspiele angeht. Dazu erstmal Kompliment von uns. Klasse. Und noch etwas, wir sehen gleich ein Foto von Ihnen. Sie scheinen Kontakt zur königlichen Familie zu haben. Wir sehen Sie gleich mit Prinz William. Wie gut kennt man sich? Ja, I know Prince William very well. Ja, ich kenne ihn ganz gut. Er unterstützt unsere Rugby Union und ich bin ein ganz guter Freund mittlerweile von ihm geworden. Er ist ein großer Fan des Rugby und ebenfalls eben aus den Gründen, aus denen alle das Rugby so mögen. Ein guter Rugby-Spieler ist einfach ein guter Mensch. Ich war auch bei seiner Hochzeit übrigens und wir hatten wirklich viel Spaß miteinander. Sie sind ein Idol in Wales, aber Ihre persönliche Erfolgsgeschichte, Ihre sportliche Erfolgsgeschichte war auch begleitet von einer Zeit des Versteckens. Sie haben so mit 16 festgestellt, an sich festgestellt, Sie sind schwul. Wer wusste davon? Wem haben Sie davon erzählt? Absolutely nobody. No, niemand, gar niemand. Ich wollte es einfach niemandem erzählen, denn in diesem jungen Alter, da habe ich mich schon für das Rugby entschieden und das war für mich das Allerwichtigste. Ich konnte mir gar nicht vorstellen, dass das Leben mir irgendetwas anderes bieten könnte. Meine Eltern haben hart gearbeitet, um mir zum Beispiel die Rugby-Schule und die ganze Ausrüstung kaufen zu können und ich wollte sie stolz machen und das habe ich getan, indem ich versuchte, die Person zu sein, die alle von mir erwarteten. Und ich konnte mir nicht beides vorstellen und deshalb habe ich mich für Rugby entschieden. Wenn Sie sagen, Sie wollten die Person sein, die andere erwarteten, bedeutet das ja, und wir sind im Sportstudio, deswegen interessiert uns das natürlich, auch in der Rugby-Mannschaft nicht der zu sein, der Sie sind und der Sie waren. Sie brauchten eine, in Anführungsstriche, Tarnung. Wie sah die aus? Ja, My life, even though I would never change a single thing in it. Ja, ich würde wirklich nichts in meinem Leben anders machen, denn ich bin so stolz auf das, was ich erreicht habe. Aber das war natürlich immer hart, denn es ist ja alles auf Lügen aufgebaut gewesen. Und wenn du Lügen auftischst, dann hast du natürlich auch Angst, dass irgendjemand mal hinter die ganze Geschichte kommt. Ich habe da alles versucht, in irgendeiner dunklen Ecke zu verstecken und dann hat man natürlich Angst. Und das ist nicht unbedingt ein gutes Gefühl. Und egal, welchen Sport du machst, das ist einfach nicht schön innerhalb deines Teams, aber du brauchst ja die hundertprozentige Entschlossenheit zu deinem Sport. Aber das Lügen, das ist nicht unbedingt das Richtige dabei. Was hieß das denn konkret und alltäglich? Haben Sie den anderen dann gegenüber so von Frauengeschichten erzählt und so weiter? Wollten Sie erst recht so der Kumpel sein, der besonders männlich daherkommt?
Ja, natürlich, klar. Rugby ist ein toller Sport, aber da steckt auch eine gewisse Kultur auf dem Spielfeld und auch abseits davon dahinter. Und das ist schon was ganz, ganz Hartes, was Männliches. Ich habe eine ganz tolle Frau geheiratet. Ich habe sie wirklich geliebt, aber letzten Endes war auch das eine Lüge. Und ich habe mir gedacht, wenn du nicht heiratest und nicht das machst, was alle anderen Rugby-Spieler machen, dann würden die Leute sich wundern, was ist mit dem los? Und ich wollte den Rugby unbedingt als Mittelpunkt meines Lebens behalten und das war mir wichtiger als alles andere. Ich habe viele Leute verletzt, das macht mich ganz und gar nicht stolz. Aber wie gesagt, Rugby war der Sport Nummer eins in meinem Land und auch in meinem Leben und das wollte ich einfach nicht loslassen. Sie haben gesagt, Sie haben geheiratet, Ihre Frau wusste nicht davon. Wie geht das? Also schwul sein und eine Frau heiraten, wie ging das zusammen? Ja, das ist wirklich sehr schwer. Ich hatte wirklich Glück, eine Frau zu heiraten, die gleichzeitig mein bester Freund war. Und das hat das die Sache schon ein bisschen leichter gemacht für mich. Ich habe nach außen gesagt, ich bin in jemanden verliebt, aber andererseits habe ich doch jemanden belogen. Natürlich, wenn ich schöne Frauen sehe, da fühle ich mich durchaus dahingezogen, aber dennoch habe ich da auch ein bisschen gelogen. Und im Rugby, da gibt es eben so viele Dinge, so viele Elemente, die man einfach wahrnehmen muss. Da muss man irgendwo hingehen zu irgendeiner Veranstaltung und da muss man in Begleitung einer Frau dahingehen und da habe ich mich dann so ganz normal akzeptiert gefühlt. Sie haben ja auch irgendwann gesagt und haben Sie gerade auch gesagt, Sie haben Leute verletzt. Sie haben ja auch gelogen in dieser Zeit. Wie sehr hat sich das dann zugespitzt? Hat es Ihnen das irgendwann die Kehle zugeschnürt? Ja, ich bin nicht unbedingt stolz über das, was ich in meinem Leben alles gemacht habe. Da gab es wirklich schwere Zeiten, denn ich wollte ja den Rugby-Sport nicht aufgeben und ich wollte niemanden verletzen. Und ich war wirklich ein paar Mal knapp vor dem Selbstmord in Frankreich und dann auch in Wales. Und das ist dann auch der Grund gewesen, warum ich zum Schluss wirklich nicht mehr lügen konnte. Denn ich dachte, ich habe jetzt einen Punkt erreicht, wo ich nicht mehr tiefer sinken kann und jetzt muss ich wieder aus dieser Grube rauskrabbeln, in die ich ja selber reingefallen bin. Sie haben 2006 es dann Ihrer Frau erzählt. Wie hat sie reagiert und was hat Ihnen dann die Kraft gegeben, das zu tun? Everything in my life has been about rugby and about sport. Also Rugby, das war ja wirklich mein Leben. What I believed and what I realized is, und ich habe dann irgendwann erkannt, dass man ja wirklich in jedem Sport rugby, wirklich aufrichtig sein muss. Im Fußball, im Rugby, überall. Ein aufrichtiger Athlet wird zum Schluss auch ein besserer Spieler und auch ein besserer Mensch. Und ich habe dann irgendwann mal erkannt, ich muss rundum aufrichtig sein. Ich wollte auf dem Spielfeld ein aufrichtiger, aber auch ein harter Spieler sein und ich habe dann gemerkt, nach außen hin gegenüber den Fans, da bin ich ja gar nicht wirklich aufrichtig und viele haben mich ja bewundert und ich wollte, dass sie mich wirklich für das bewundern, was ich wirklich bin, nicht für diese Scheinperson, die ich ja darstelle. Ich habe beschlossen, ich muss sowohl im Rugby als auch in meinem privaten Leben aufrichtig sein und in dem Moment, als ich das erkannt habe, habe ich beschlossen, es der Person zu erzählen, die mir am nächsten stand, nämlich meiner Frau. Sie hat das wirklich ganz gut aufgenommen. Wir sind noch recht lange danach zusammengeblieben, weil wir eben auch so gut befreundet waren. Und mit ihrer Unterstützung konnte ich es dann auch meinen Freunden, meiner Familie erzählen und zum Schluss auch meinen Mitspielern und zum Schluss auch der Rugby-Welt und der ganzen Öffentlichkeit. Zum Schluss sagen Sie, das war 2009, da sind Sie rausgegangen und haben es öffentlich gemacht. Nochmal dazu Tim Schröter. Rugby, der wohl härteste Sport der Welt. Nicht für Weicheier, nur für ganze Kerle. Testosteron im Überfluss, pure Männlichkeit. Solche Typen können doch gar nicht schwul sein. So das Bild in der Öffentlichkeit. Bis Thomas sich outet. In einem Exklusivinterview mit der Daily Mail. Der Waliser, einer der ganz wenigen Profis im Sport, bekennt sich zu seiner Homosexualität. Großbritannien steht hinter Thomas. Auch die sonst so reißerischen Medien reagieren mit Hochachtung.
die waren überwiegend positiv. Also er hat ja seinen Arbeitsplatz eben nicht verloren, er konnte ja weiterspielen. Und er hat Unterstützung von den Fans seines Vereins und von Seiten seines Vereins und auch des Verbandes bekommen, die gesagt haben, ist ja in Ordnung, ist immer noch ein guter Spieler, wir wollen den behalten. Also ich finde, das ist ein sehr positives Beispiel dafür, dass es geht und dass es eben auch in einer Sportart geht, die die wichtigste eines Landes ist. So bleibt der Waliser, was er immer schon war. Ein Rugby-Spieler, der zufällig schwul ist. In Deutschland. In Deutschland haben wir einen schwulen Außenminister, wir haben einen schwulen Oberbürgermeister in Berlin. In fast allen gesellschaftlichen Gruppen gibt es Homosexualität und auch öffentliche Homosexualität. Nur, Sie haben schon gesagt, im Männersport, im sogenannten Männersport Fußball noch nicht. Deshalb interessiert uns jetzt natürlich auch der sogenannte Männersport Rugby in Wales so genau. Wie war das, als Sie zum ersten Mal dann aufgelaufen sind in ein Stadion, nachdem Sie es öffentlich gemacht haben? The first time I had great support. Da habe ich wirklich eine riesige Unterstützung erfahren. Das war ein Spiel in Frankreich und als mein Name dann aufgerufen wurde, und normalerweise, wenn du da als Auswärtsspieler daherkommst, da pfeifen alle und buhen dich aus. Aber als mein Name da aufgerufen wurde und da waren 50.000, 60.000 im Stadion, die haben alle applaudiert, wahrscheinlich für meine Aufrichtigkeit. Aber ich hatte da natürlich immer wieder durchaus Probleme und immer wieder, wenn ich hingefallen bin, irgendwie, da haben die mich immer wieder ermuntert und mich aufgefordert, wieder aufzustehen und weiterzumachen. Und ich hatte schon immer wieder mal das Gefühl, nein, ich möchte nicht ausgebuht werden. Ich habe gedacht, ich möchte auch zu Auswärtsspielen gehen und dann auch die Unterstützung erfahren. Und dann habe ich auch von unserem Verband, der Union, die Unterstützung bekommen. Wie auch im Falle von Rassismus gibt es dann ein klares Bekenntnis gegen Rassismus, und die haben dann gesagt, wenn Gareth Thomas oder irgendein anderer Spieler ausgebuht wird, dann geht das absolut gegen die Regeln unseres Verbandes und dann würden die entsprechenden Fans aus dem Stadion verbannt werden und auch der Club würde eine Strafe bekommen. Und gut, das hat mir geholfen und ich war wirklich der Erste, der das gemacht hatte. Das hatte noch keiner zuvor gemacht, aber ich war mir sicher, okay, ich bin bereit, diese Pfiffe anzunehmen, damit dann alle, die nach mir kommen, nicht noch mal dieselben Probleme erfahren müssen. Und das hat mich zum Schluss auch bestätigt. Ihr Leben soll jetzt auch verfilmt werden. Mickey Rourke, den Kritiker und Fans nochmal richtig gelobt haben für The Wrestler, hoch angesehen, dieser letzte Film. Das ist Hollywood-Schauspielers, will diese Rolle übernehmen. Sie haben sich in dieser Woche in Hollywood, in Los Angeles getroffen, ist das richtig? Yeah, I've just been to the premiere of Immortals. Ja, ich war gerade bei der Premiere seines neuen Films, wo er eine Hauptrolle spielt. Er ist nicht nur interessiert, er ist wirklich absolut begeistert von dieser Story. Denn es geht nicht nur um die Message über Schwulsein im Sport. Es ist einfach eine Story, sagt er, die jedem passieren kann. Und er hat gesagt, er möchte es darstellen, wie ich über all diese Schwierigkeiten hinweggekommen bin, das Auf und Ab. Und Mickey will wirklich diesen Film absolut drehen und das ist ganz toll für mich. Und wie weit ist das Projekt jetzt schon? Ja, das Drehbuch ist schon geschrieben. Wir arbeiten noch ein bisschen daran. Wir machen gerade ein bisschen Casting. Und wir hoffen, dass wir im März mit dem Dreh beginnen können. Wir waren übrigens auch in Los Angeles und haben Mickey Rourke sprechen können, auch in dieser Woche, kurz nachdem Sie schon wieder weg waren. Man muss dazu sagen, er ist ja gut 20 Jahre älter als Sie. Aber auch die Körperlichkeit dieser Rolle traut er sich offenbar durchaus zu. Mickey Rourke. Das muss mein bester Film werden. Ich habe es Garrett und auch meinen Freunden gesagt. Das wird für mich der schwierigste, aber auch der beste Film meines Lebens.
in my career and this will be the best movie I ever make in my career and I don't know why I'm obsessed with it. Ich weiß nicht, warum ich davon so besessen bin. Es ist für mich wahrscheinlich das letzte Mal, dass ich mich noch einmal so richtig in Form bringen kann. And maybe it's personal for me too because you know, I'm no spring chicken and this is the last. Ich bin ja kein junger Hüpfer mehr. Da ist es schwer, täglich das ganze Training durchzuziehen. Aber ich weiß, ich schaffe es, wenn ich jetzt dranbleibe. Es ist das letzte Mal, dass ich mit einem Rugbyball sprinten kann und nicht so aussehe, als ob ich einen Rollstuhl brauche. Wenn ich weiter hart trainiere, werde ich dann so aussehen wie die Jungs in der Umkleidekabine? Ja, das kriege ich hin, weil ich muss und weil ich es will. Und niemand kann mich davon abhalten. Ich habe es ja schon im Film The Wrestler gesagt und das gilt immer noch. Niemand schreibt mir vor, wann es vorbei ist. Das entscheide ich selbst. Diese Passage habe ich übrigens selbst geschrieben. Viele Frauen freuen sich drauf, sie wieder in Form zu sehen. Darauf können sie wetten. Ich werde schön knackig aussehen, aber ohne Zähne. Also ein topmotivierter Mickey Rourke. Wir haben jetzt, Gareth Thomas, wir haben jetzt geredet über Ihre persönliche Geschichte. In Wales als Sportler des Jahres haben Sie diesen Weg gewählt. Wir fragen uns natürlich, ist das jetzt übertragbar? Würden Sie auch in anderen Ländern, anderen Sportlern, in anderen Disziplinen empfehlen, den Weg zu gehen, den Sie gewählt haben? Ja, jede Geschichte ist ja ganz anders. Das ist immer eine ganz persönliche Geschichte, ein persönlicher Weg, den man da gehen muss. Man braucht eine Unterstützung, man braucht die Familie auch dazu. Aber ich bin auch als Spieler ein besserer Spieler geworden, denn als Profi, da musst du wirklich immer 100% geben. Und während eines Großteils meines Lebens konnte ich immer nur 90% geben. Und die 10%, die habe ich irgendwo versteckt eben. Und ich wurde einfach viel besser, weil ich jetzt 100% geben konnte. Klar, es ist sehr schwer und es ist sehr schwer auch für andere, sich zu outen. Aber wenn man ein aufrichtiger Spieler ist, dann muss man auch ein aufrichtiger Mensch sein. Und wenn ich zum Beispiel irgendjemanden sehe, der nicht alles gibt, dann finde ich das nicht okay. Und wenn ich sehe, da macht einer zum Beispiel im Fußball keine Schwalbe, dann applaudiere ich dem. Und einfach, weil er eben so aufrichtig ist. Und das macht auch wirklich einen guten Spieler und Menschen aus. Zum Schluss nur noch eine Frage. Sie spielen jetzt seit 2 Monaten kein Rugby mehr. Wie leben Sie jetzt die Leidenschaft für diese Sportart weiter aus in Zukunft? Ja, wenn du in Wales geboren bist und wenn du mit dieser Leidenschaft für Rugby geboren bist, dann geht die nie weg. Die nimmst du mit ins Grab. Ob ich jetzt 37 oder 77 bin, die Leidenschaft für Rugby bleibt da. Und auch wenn ich selbst nicht mehr rennen kann, dann habe ich immer noch diese Leidenschaft. Also die gibt man nie auf, bis ich ins Grab komme. Vielen Dank für den Besuch. Wir danken der Rugby-Legende, Gareth Thomas. Thank you very much. Liebe Zuschauer, ja, Gareth Thomas.